Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Workshop. Das ist übrigens schon der fünfte Workshop in diesem Monat Juli 2024. Aber die Zeit vergeht und ich hoffe, Sie hatten bis jetzt einen schönen, sonnigen Sommertag heute. Wir hatten den hier, haben den auch genossen, meine Frau Renate und ich. Und wir freuen uns schon auf das kommende Wochenende. Da haben wir ein kleines Jubiläum oder ein großes Jubiläum. Und da sind wir zu einer Aufführung auf der Seebühne in Bregenz am Bodensee und freuen uns schon darauf, dort den Freischütz zu erleben. Ja, ich begrüße auch gleichzeitig all diejenigen, die die Aufzeichnung vorziehen und jetzt nicht am Live-Workshop teilnehmen. Das ist ja ganz klar verständlich. Dort kann man alles tun, auch Fragen stellen und den Download der angebotenen PDFs vornehmen. Und das mit dem Download, das stimmt auch auf unserer Homepage. Dort bieten wir ja jetzt schon, ich denke, seit fast 2 Jahren die einleitenden Vorträge von jedem Workshop an. Die können Sie sich ansehen auf unserer Seite ulrich-mtc.de und dort können Sie sogar auch eine Suchfunktion benutzen, aber auch, wie gesagt, das Herunterladen der Files, der PDF, was ich jetzt gleich mal tun will, damit es nicht in Vergessenheit gerät. So, jetzt können Sie das herunterladen. Viele nutzen das ja als kleine Dokumentation und Erinnerung für den Fall der Fälle. Gar nicht so schlecht. So, dann lassen Sie uns loslegen. Aber nein, ich muss mich zuerst bei meiner Frau Renate und bei Tochter Claudia bedanken, die mir zur Verfügung stehen, im Hintergrund ihre Fragen, die sie im Chat stellen, für mich dann vorzubereiten. Denn es gelingt mir nicht, gleichzeitig hier Ihnen meine Gedanken vorzustellen, einerseits und andererseits gleichzeitig Ihre Fragen zur Kenntnis zu nehmen. Also da vielen Dank dafür. Und dann lassen Sie uns jetzt beginnen. Ich habe eine Präsentation vorbereitet. Die starte ich jetzt. Sie sehen die erste Folie und die bezeichnet an sich nur den Tag und ist für Ihre Sortierung gut geeignet. Auch heute gilt: Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Dieser wichtige Hinweis leitet uns über zur nächsten Folie. Die möchte ich Ihnen aber erst zeigen, wenn mir ganz freundlich jemand von Ihnen mitteilt, dass Ton und Bild ertragreich sind. Und ich sehe schon, das ist schon hier drin. Vielen Dank an die Mitteilung. Es ist ja immer ganz wichtig, diese Rückkopplung zu bekommen. Also sehen wir uns mal an, was heute auf dem Plan steht. Erstens möchte ich Ihnen über die Hauptaufgabe sprechen, die wir haben, nämlich Lebensqualität zu verbessern und dazu Ihnen zu verhelfen, dazu Ihnen bessere Effektivität zu vermitteln, die nämlich Ihre Lebensqualität zum Beispiel mit Agile Care, aber auch mit anderen, Sie werden das heute in meinen Bemerkungen feststellen, auch andere Lösungen sollen dazu beitragen, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Dann möchte ich überleiten, im zweiten Punkt beispielhafte Ergebnisse zu geben, ganz kurz, und die auszuwerten und die Frage zu stellen, was ist eigentlich der Garant für den Erfolg? Und es sieht so aus, dass Kommunikation, dort die Kategorie Kommunikation eine große Rolle spielt. Dann gehen wir über zu Lösungsvorschlägen bei Problemen, denn wenn man etwas effektivieren will, etwas verbessern will, darf man auch die Probleme nicht außer Acht lassen. Und da sprechen wir über bisherige Vorschläge, bisherige Lösungsvorschläge, aber auch über einen neuen Vorschlag, der sicherlich für Sie interessant ist. Im fünften Punkt sprechen wir darüber, wie wir anderen helfen können,
auch zu verbesserter Lebensqualität zu bekommen, nämlich durch die Empfehlung AgriCare und sechstens wie immer Ihre Fragen. Lassen Sie uns beginnen mit dem ersten Punkt, nämlich die Hauptaufgabe, Lebensqualität zu verbessern. Wir bieten zur Verbesserung der Lebensqualität eine ganze Reihe von Lösungen und eigenen Geräten. Und Ihnen ist ja sicherlich klar, Sie werden sich daran erinnern, dass die Folge von Sauerstoffmangel oder mikrobiellen Infektionen stets die Erkrankung ist, wenn wir es auf Zellenebene betrachten. Der Vorzug der Methode AgriCare besteht darin, dass mit der gewünschten selektiven Eliminierung der betreffenden Mikroorganismen die Symbiose zwischen diesen, also zwischen den Mikroben, nämlich Bakterien, Viren, Würmern, Pilzen und anderen Einzellern, zwischen diesen störenden Mikroben und der Erkrankung besteht, dass wir diese Symbiose beseitigen. Darin besteht die große Chance von uns zur Heilung. Sie wissen, Heilung geht wirklich nur durch Selbstheilung. Es gibt keine andere Heilung und auch keine andere Heilungschance. Und diese Möglichkeit, die nutzen wir zunehmend mit AgriCare immer besser, weil, und da komme ich auch heute darauf zurück, wir immer wieder Verbesserungen der Methode, aber auch eine bessere Handlungsweise von Ihnen feststellen dürfen. Vor 2 Wochen habe ich speziell darüber gesprochen, dass bei Krebs, aber auch bei anderen schweren oder nicht so schweren und bedrohlichen Erkrankungen die Trichomonas im Blut nachweisbar sind. Ich hatte sogar erklärt, dass jeder selbst diesen Test machen kann bzw. ihn selbst machen lassen kann. Der Test ist so einfach, dass man ihn zur Verlaufskontrolle einsetzen kann. Also etwas Wunderbares. Was ist das für eine gewaltige, praktikable Möglichkeit, zum Beispiel bei Krebs, Verlaufskontrolle, aber auch bei anderen Krankheitsverläufen. Und dabei ist AgriCare nur eine, wenn auch eine sehr universelle Möglichkeit zur Verbesserung der Lebensqualität. Unsere Dr. Ulrich Medizintechnik bietet in der Form von Geräten oder Methoden weitere Möglichkeiten an zur Verbesserung der Lebensqualität. Und ich habe sie hier mal aufgelistet. Sie sehen das. Da gibt es AgriCare, Vivotum Premium, AgriFlow. Es gibt AgriPhonie. Darauf gehen wir heute noch etwas näher ein. Es gibt Photon Energy, dieses Gerät. Und es gibt die Erweiterung von AgriCare zum AgriCare parallel durch ein neues Gerät oder durch die Erweiterung, durch den Erweiterungssatz, durch den Erweiterungskit. Das sind also alles Formen, Geräte, Methoden, die wir auch patentrechtlich schützen konnten. Patentrechtlich wurde uns das schon erteilt und Sie sehen das an dem kleinen R hochgestellt. Und schließlich mit einem kleinen Abstand AgriSmart darunter. Unsere Wissensbasis, die wir dort vermitteln, geht weit über AgriCare hinaus und betrachtet alle praktikablen Möglichkeiten, die man nutzen kann für Leben ohne Krankheit. Auch auf AgriSmart komme ich ganz leicht und ganz kurz später noch einmal zurück. Kommen wir im zweiten Punkt zu einigen beispielhaften Ergebnissen. Erstens, ich habe nur 2, ja. Erstes, der erste Fall ist ein männlicher Anwender. Er ist 89 Jahre alt, also hat seinen 90. Geburtstag vor sich und stellt ein Tinnitus fest. Und ich möchte mal sagen, ich habe das in Anführungsstrichen geschrieben, weil das nicht klinisch gesichert ist. Depressionen, sagen wir mal, depressive Stimmung. Und es ist dazu gekommen, weil der Anwender in kurzer Zeit aus nächster Umgebung Todesfälle feststellen musste. Es ergab eine Störung des Nachtschlafs, kann man sich ja vorstellen, und Tinnitus ganz deutlich und diese depressive Haltung. Was haben wir empfohlen und was wurde erfolgreich
durch einen professionellen Anwender bei diesem Herrn eingesetzt. In den ersten 3 Tagen haben wir exklusiv und nur die Anwendung Trauma gemacht. Ich sage dazu den Quellenindex C5-1074. Ich wiederhole, C5-1074, Trauma. Das wurde also in den ersten 3 Tagen getan, denn unser Gedanke war, die Todesfälle haben garantiert eine traumatische Folge gehabt. Nach den 3 Tagen wurde aufgrund der Symptomatik die Anwendung A324, ich wiederhole den Quellencode-Index, A324, durchgeführt und die Anwendung heißt Tinnitus. Sie wurde mehrere Tage durchgeführt und erstaunlicherweise kam es auch zu kurzzeitigen Erfolgen dabei, was uns erst einmal erfreut hat, denn oftmals beim Tinnitus muss man länger warten, bis man erfolgreich ist. Aber ich sage es auch ganz offen, diese Erfolge hielten auch nicht lange an. Vielleicht hätte man auf längere Tinnitus-Anwendungen setzen können, wäre auch zum Erfolg gekommen. Aber der Anwender, ich sage noch einmal, sehr professioneller Anwender, hat die Anwendung U271, ich wiederhole den Quellencode-Index, U271 durchgeführt. Und diese Anwendung heißt Muskelverspannung. In Klammern steht bei der Anwendung in Ihrem Computerprogramm zum Entspannen. Darauf ist der Anwender selbst gekommen und war auch ganz logisch, denn weil der Anwender von dem Herrn mit Tinnitus und Depressionen erfahren hat, dass irgendwie im Kopf wie Spannung entstanden ist. Vielleicht hat er auch das Wort Spannungskopfschmerz verwendet. Aber auf jeden Fall, der Einsatz dieser Anwendung U271 brachte relativ schnell und kurzzeitig Erfolge. Und jetzt sind wir bei dem Ergebnis, dass alles wunschgemäß weg ist. Wir haben hier auch schon die Anwendung, über die ich nachher noch spreche, oder die Methode, über die ich nachher noch spreche, Agilphonie eingesetzt. Und auch das gab kurzzeitig Erfolg. Alles das, was ich hier vorgetragen habe und den guten Ausgang, nämlich, dass alles wunschgemäß weg ist bei dem Herrn im Alter von 89 Jahren, alles das ist kein Beweis für den ursächlichen Zusammenhang zwischen der Beseitigung dieser Beeinträchtigung und den Anwendungen mit Agilcare und Agilphonie. Aber wir sind alle, einschließlich des betroffenen Herrn, sehr erfreut über den Erfolg. Zweiter Fall. Eine weibliche Anwenderin, Alter ist mir nicht bekannt, hat Komplikationen nach einem Mückenstich, und zwar schwere Komplikationen. Da muss ich dazu sagen, dass diese Komplikationen immer mehr zunehmen, weil wir, und da rechne ich mich mit ein, jedenfalls in den industrialisierten Ländern immer mehr geschwächte Mückenstiche haben. Entschuldigung, das war natürlich ein toller Versprecher. Geschwächte Immunsystemsituationen haben. Und das haben wir aufgrund unserer Lebensweise, das haben wir aufgrund unserer Umwelt, das haben wir aufgrund unseres Zusammenlebens, was ja doch in den sogenannten Entwicklungsländern, insbesondere auch in Deutschland, manchmal sehr fragwürdig ist. Also hier liegt Mückenstich vor. Und am selben Tag noch wird nach dem Mückenstich, ich sag mal auch lieber Insektenstich, denn die Anwenderin hat das Insekt gar nicht gesehen und hat nur vermutet, dass es ein Mückenstich ist, hatte ganz starke Schwellung, also bedrohlich starke Schwellung dort an der Einstichstelle und an der Extremität. Empfehlung, Agilcare durchzuführen, die Anwendung Insektenstiche. Die hat den Quellencode-Index A155. Ich wiederhole A155 mit der Empfehlung, das gleich 4-mal durchzuführen. Das hat sie getan. Und nach diesen 4 Anwendungen, ich muss mal sagen, am selben Tag, als diese wirklich beeinträchtigten und ausgeprägten starken Schwellungen aufgetreten sind, als Wirkung eines Insektenstichs, nichts mehr. Absolut alle Dinge weg, noch am selben Tag. Und trotzdem kam die Empfehlung, am nächsten Tag noch 2-mal Insektenstich, also diese Anwendung A155 durchzuführen. Einfach aus Sicherheitsgründen. Und es hat sich auch wunderbar in den Folgen ergeben. Denn was können wir Besseres hören als alles ist schon weg. Und das am ersten Tag.
Auch hier gilt die Bemerkung, ein Beweis für den ursächlichen Zusammenhang, den können wir nicht liefern. Doch überwiegt auch hier die Freude über den Erfolg. Was ist diesen beiden Ergebnissen, einmal dem Ergebnis nach Tinnitus und zum anderen dem Ergebnis nach Komplikationen durch einen Mückenstich oder Insektenstich, was ist diesen gemeinsam? Gemeinsam ist beiden Anwendungen der bleibende Erfolg, und das ist etwas sehr Wichtiges, was wir glücklicherweise bei sicherlich schon vielleicht tausend oder tausenden Anwendungen erfahren durften durch Ihre Rückmeldung, liebe Anwender. Also das ist das Wichtige. Wir haben dort Erfolg. Und über eine Verlaufskontrolle, wenn es etwas länger dauert, habe ich ja bereits vor 2 Wochen gesprochen. Ich meine damit das, was ich vorhin auch kurz angerissen habe. Und die Frage steht, warum haben wir mit AgriCare diese außergewöhnlich hohe Erfolgsquote, wenn wir uns vergleichen mit anderen Methoden, die auch auf dem Hintergrund Dr. Rife wirken. Und dazu möchte ich Sie jetzt einladen, diese Frage zu beantworten. Und hier habe ich mal einige Gründe. Ich meine, die wichtigsten Gründe für diese Erfolgsrate aufgeschrieben, nämlich einmal die materiell-technische Basis. Sie sichert quasi die Qualität der Methode. Da stehen im Vordergrund moderne, steht hier Elektronik, und ich müsste eigentlich schreiben modernste Elektronik. Des Weiteren geeignete numerische Mathematik. Hier haben wir also über viele Jahre uns ständig verbessert und geforscht und unsere Ergebnisse in der Methodik, die numerische Mathematik einzusetzen, in der Software verbessert. Und das ist auch ein großer Grund, meine ich, für die gute Qualität und demzufolge, was wir Ihnen bieten, eine ausgezeichnete Erfolgsquote, wenn wir es vergleichen mit anderen Methoden. Und natürlich Made in Germany. Ich denke, das ist ein bleibender Erfolgsgrund, dass eben alles, was dort läuft, wir selbst erzeugen und uns nur geringfügig auf andere Dinge beziehen. Dann ist ein wichtiger Grund neben der materielltechnischen Basis, dass Sie, liebe Anwender, sehr motiviert sind. Das zeigt sich nämlich darin, dass weitestgehend Sie bei bester Disziplin die Anwendungen durchführen. Das zeigt sich dadurch, dass Sie auch Wissen erwerben, ständig immer wieder neues Wissen, um die Methode besser zu verstehen und damit besser einzusetzen. Das zeigt Ihre Ausdauer. Sie geben also nicht gleich nach den ersten paar Anwendungen auf. Und möchte ich vielleicht einfach ein Beispiel mal nennen, was ich damit meine. Ich hatte schon öfter hier genannt, dass jemand über 200 Tage 2 Anwendungen eingesetzt hat mit dem Ziel, sich Herzoperationen zu ersparen, nämlich 2 Herzklappenfehler zu beseitigen, weil wir angenommen haben, mit Recht angenommen haben, dass dort bakterieller, also mikrobieller mikrobielle Belastung vorliegt. Und er war dann letztendlich erfolgreich durch seine Ausdauer, durch sein konsequentes jeden Tag über die weit über 200 Tage hinausgehende Zeit durchzuführen. Und die Belohnung war natürlich, dass keine Operationsindikation zur Herzklappen- bzw. Herzoperation mehr vorlag und er das damit sozusagen wunderbar und dauerhaft gelöst hat, das Problem. Des Weiteren, Sie sind es gewohnt, komplex heranzugehen. Das heißt, auch an die Dinge zu denken, die nicht unmittelbar automatisch durch unsere Software geschieht, sondern Sie nutzen die Optimierung und machen sich auch immer wieder Gedanken, wie können Sie die Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen optimieren. Und das nenne ich komplexes Herangehen. Und auch das ist ein Grund, dass Sie so hohe Erfolgsraten erzielen. Und das fällt mit unter diesen Abschnitt die Motivation der Anwender. Und schließlich Ihr Verantwortungsgefühl. Sie fühlen sich selbst verantwortlich für Ihre Lebensqualität. Und das zeigt sich eben in all diesen Punkten, die ich auch in diesem Abschnitt dort
beschrieben habe. Der dritte Punkt wäre hervorzuheben, und bei der Frage kommt man auch relativ schnell darauf, warum sind wir besser und erfolgreicher als andere Anwender, andere Hersteller, andere Lieferanten? Und da muss ich sagen, bei uns gibt es immer Neuerungen, und zwar Neuerungen mit dem Ziel, Verbesserung zu sein. Wir bieten Erweiterungen auf dem Gebiet der Hardware, auf dem Gebiet der Geräteausstattung, auf dem Gebiet der Geräteerweiterungen, des Zubehörs, aber auch auf dem Gebiet der Software. Wir bieten Beratung an. Ich denke, in außergewöhnlicher Form beraten wir Sie, und das ist auch unser Ziel, das ist quasi unsere Geschäftsideologie, nämlich Sie zu beraten mit dem Ziel, schnellstens besser und anhaltend Ihre Lebensqualität verbessern zu können durch verbesserte Anwendung, verbesserte Effektivität, durch Agilcare. Dann forschen wir ständig. Wir sind vernetzt mit sehr vielen Ärzten, Wissenschaftlern, Naturwissenschaftlern, und wir erforschen ständig die Methode weiter, und Sie merken das daran, dass wir die Methode auch sehr, sehr gut erweitern konnten auf vielen Gebieten, worauf ich jetzt nicht eingehen möchte. Und letzten Endes stellen wir das alles den Anwendern zur Verfügung, und großzügig, denke ich, stellen wir das zur Verfügung, und das ist der dritte Hauptgrund, nämlich Service des Herstellers, der dritte Hauptgrund für den Erfolg, den wir mit Agilcare haben. Schauen wir uns doch mal diesen Punkt Service des Herstellers genauer an. Also Sie erfahren von uns alle Neuerungen, und wir stellen Ihnen das großzügig zur Verfügung, und zwar allen Anwendern. Wir haben Beratung, und ich möchte dann auch noch auf den Punkt Beratung eingehen. Die Erweiterungen und die Forschung spielen also eine ganz, ganz große Rolle. Deshalb möchte ich diesen Punkt Services Herstellers hervorheben. Sie merken, ich stelle diesen Punkt eigentlich über die Qualität des Gerätes. Sie ist unbedingt auch Bestandteil, und ich denke mal mindestens 50% Bestandteil des Erfolgs. 50% ist Geräte- und Softwarequalität, und die anderen 50%, die kommen aus unserem Service. Und unser Service besteht hauptsächlich in der Kommunikation. Und jetzt möchte ich die Kommunikation als Kategorie hervorheben, die eine ganz große Rolle spielt. Und Sie kennen dieses Dia, und ich möchte auch ganz kurz die Inhalte nur erläutern. Jetzt heute mal im Zusammenhang, das ist der Hintergrund für unseren Erfolg, für Ihren Erfolg. Wir haben über die eingeblendete URL ulrich-mtc.de/support haben Sie Zugang zu unserem Ticketsystem, zum Live-Chat und auch zum Forum. Wir bieten über die E-Mail support@ulrich-mtc.de Ihnen Kommunikation an. Sie können Fragen stellen. Wir suchen nach Lösungen, und Sie können es glauben, das hat für uns ganz große Priorität. Und aus diesem Grund haben die, sagen wir, führenden Mitarbeiter und Experten aus unserem Unternehmen und hinzugefügt diejenigen, mit denen wir kooperieren, diese Fachleute, täglich eine Sitzung, und da besprechen wir die uns gemeldeten oder die von Ihnen uns gemeldeten Anfragen und versuchen, die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Da geht es auch oft darum, dass man noch einmal die wissenschaftlichen Grundlagen in der Fachliteratur durchschaut, aber auch eine große Basis für unsere qualifizierten Antworten. Das ist unsere Datenbank, die wir nun mittlerweile schon über, ich denke, 7 Jahre aufgebaut haben. Und da ging auch schon das ein, was ich selbst vor Agilcare mit der Methode Dr. Rife zusammengestellt habe. Unsere Datenbank ist sehr, sehr wertvoll und zum Glück auch sehr aussagekräftig. Dann haben wir montags bis freitags von 9 bis 10 Uhr unter der eingeblendeten Telefonnummer unseren Telefonservice. Bitte lassen Sie es nur einmal klingeln. Ich kann Ihnen garantieren, Sie werden zurückgerufen. Garantiert. Ja, dann gibt es den kostenlosen Newsletter. Auch den können Sie bekommen, wenn Sie
auf diesen Link, nämlich dieser in der Zeile kostenloser Newsletter, und dahinter steht ulrich-mtc.de, das ist ein Link, und da können Sie in Ihrem PDF da reinklicken und können den kostenlosen Newsletter bestellen. Und der ist auch ein Teil unserer Kommunikation mit Ihnen. Die Workshops brauche ich nicht zu erwähnen, wir machen gerade einen, und Aufzeichnung und die Vorträge über die Homepage stehen Ihnen zur Verfügung. Die Aufzeichnungen insgesamt mit den individuellen Fragen und deren Antworten 10 Tage und zeitlich unbegrenzt die Vorträge, die wir liefern. In beiden Fällen steht die Fragenoption und der Download zur Verfügung. Über die Homepage können Sie die Frage, das wird auch dort in den Videos eingeblendet, dann an support@ulrich-mtc geben, und in der Workshop-Aufzeichnung können Sie das direkt eingeben. Ja, und letztens, und ich hatte es schon darauf hingewiesen, wir haben AGSMER Smart Wissensbasis auch schon einige Jahre, und das hat uns einen großen Aufbau von Wissens gebracht, und diejenigen, die Abonnenten dieser AGSMER Wissensbasis sind, wir nennen das Informationsdienst, die können dort voll, schon im ersten Monat, wo das Abonnement nur 1 Euro kostet, zugreifen auf die komplette Wissensbasis, und im Folgemonat sehen Sie eingeblendet, kostet es 7 Euro. Jederzeit vorteilhaft für Sie, können Sie es fristlos stornieren, und dann haben Sie keine Belastung mehr, und Sie können auch hier rechts unten, wo steht hier anmelden, wenn Sie da draufklicken, können Sie sich, wenn Sie noch nicht AGSMER Abonnent sind, sich dort anmelden. Das ist ein Link. Nun habe ich über das gesprochen, was sehr vorteilhaft funktioniert. Ich habe darüber gesprochen, welche Beispiele wir haben, und ich habe darüber gesprochen, was ich meine, worin die Begründung dafür liegt, was die Gründe sind für die außergewöhnlichen Vorteile. Doch es kann auch passieren, dass mal das nicht so klappt, insbesondere nicht so klappt, wie Sie sich das vorstellen, wie Sie sich das wünschen. Und damit meine ich, der Effekt ist nicht so, wie wir den erwarten. Ja, da spielt natürlich die Kommunikation mit uns wieder eine große Rolle. Ich habe mal aufgelistet hier die bisherigen Vorschläge. Das habe ich schon einmal gebracht. Ich möchte das hier kurz noch einmal sagen. Kommunikation mit uns, da können wir aufgrund unseres Wissens und der Anwendung unserer Datenbank Ihnen kurzzeitig auch Antwort geben, meistens den Wechsel der Anwendungen. Dann wissen Sie seit einiger Zeit, ich glaube vor 4 Wochen haben wir das einmal hervorgehoben, dass Tests mit Laboren, aber auch energetische Tests dazu führen, die Mikroorganismen zu erfassen, die bei uns störend sind, und durch den Übergang zur Nutzung der Gruppenangaben Parasiten direkt, wo wir, ich denke, vielleicht 1000 oder mehr Anwendungen haben mit dieser Gruppe, können Sie sozusagen über diesen Weg dann die Ergebnisse der Labortests und der energetischen Tests nutzen. Aber Sie können ja auch, jeder weiß das, dort spekulieren. Denn wenn Sie einmal eine sogenannte falsche Anwendung machen, das heißt, Sie wollen Mikroorganismen eliminieren, wo Sie nur meinen, die stören Sie und die sind gar nicht vorhanden, dann passiert da nichts Negatives, es gibt keine negativen keine negativen Nebenwirkungen, ungewollte Nebenwirkungen gibt es nicht, meine ich. Wenn Sie die einfachen Dinge, die in unserer Gebrauchsanweisung stehen, beachten. Und dann strenge Optimierung der Randbedingungen schafft bessere Vorkehrungen, bessere Bedingungen für den Erfolg. Das wissen Sie. Wir reden über die Randbedingungen vor, während und nach den Anwendungen. Ich möchte hier nicht näher darauf eingehen. Wenn Sie optimieren, verbessern Sie den Effekt, und es könnte die Lösung sein für den Fall, wenn es mal nicht so klappt wie gewünscht. Und schließlich, auch über AgilCare hinaus, kann man bestimmte ergänzende Vorkehrungen der Lebensweise treffen. Und ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass man die Effektivität, nämlich die Erfolgsquote, verbessert, indem man zu AgilCare parallel wechselt. Entweder durch ein neues Gerät, AgilCare parallel, oder eben, was sicherlich finanziell viel günstiger ist und die gleiche Option erfüllt, nämlich sein Gerät auszurüsten mit dem Erweiterungskit, was dann
letzten Endes auch zwei Anwendungskanäle bringt, was auch die Möglichkeiten dann erfüllt, so wie wir es bei AgileCare parallel haben oder hätten, wenn Sie das sich erwerben würden. Das waren die bisherigen Vorschläge, die ich einfach nur einmal zusammengefasst habe. Ich weiß gar nicht, ob ich alle hier aufgelistet habe, aber die wichtigsten sicherlich. Zusätzlich, und das ist das Neue heute, empfehlen wir den Einsatz von Agilphonie. Warum empfehlen wir das? Weil alle Erkrankungen auch eine Komponente der Psychosomatik haben. Es gibt sogar Erkrankungen, die die Psychosomatik nur vorliegen haben. Ich gehe darauf gleich näher ein. Da haben wir einige Neuerungen, auf die möchte ich gleich näher eingehen. Doch zuvor möchte ich noch den unteren Punkt erwähnen, mindestens erwähnen. Wir haben ein Vorhaben, das wird den Namen haben AgileScore, um unsere Erfolge zeitnah und vielleicht sogar im Verlauf der AgileCare-Anwendungen zu kontrollieren. Dieses Verfahren, diese Technik dafür ist noch im Anmeldestatus beim Deutschen Patentamt und wir erwarten in den nächsten Tagen die Erteilung des Patents. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind technisch so weit vorbereitet, dass wir gleich dann Sie informieren und Ihnen sagen können, was wir dort für Sie für Vorteile bringen. Aber nun, wie angekündigt, zur Agilphonie. Und das gehört sozusagen zu dem Bereich, was, wenn es mal nicht klappt, wie gewünscht. Und da empfehlen wir den Einsatz von Agilphonie, weil, und viele Ärzte, Wissenschaftler haben längst schon, und das geht bis auf, ich denke mal, 200 Jahre zurück, dass eine psychosomatische Beteiligung bei allen Erkrankungen da ist und es sogar Erkrankungen gibt, die nur psychosomatisch zu sehen sind. Und ich will endlich mal ein Beispiel nennen, damit Sie nicht so herumrätseln müssen. Zum Beispiel die Migräne ist eine ganz klare Psychosomatik. Und das ist leider so, weil sie wird nicht für die Betroffenen nicht ernst genommen von den Ärzten. Oftmals nicht ernst genommen, muss ich sagen. Weil man dort nämlich durch die bildgebende und sonstige medizinische Diagnostik kein Substrat findet. Und deshalb wird man auch oft abgetan. Und wir meinen, dass man auch diesen Menschen helfen muss, die psychosomatisch bedingte Erkrankungen haben. Und da möchte ich an der Stelle auch gleich sagen, wo es noch indiziert wäre. Also bei der Migräne, beim Tinnitus, beim Burnout oder bei Missstimmungen oder Missempfindungen, die sich im Lampenfieber zeigen. Manche Berufe oder Vertreter von Berufen sind absolut nicht leistungsfähig, weil sie Lampenfieber haben. Oder sie haben psychosomatisch bedingte regelrechte Organausfälle. Da gibt es ganz deutlich und sehr verbreitet den psychosomatisch bedingten Hypertonus. Oder andere haben auch, wenn die Noxe eintritt, und das könnte zum Beispiel sein, ein Gespräch mit dem Chef, wovor sich einige Menschen begründet oder unbegründet fürchten, dass sie dort eben Angst haben, dann tritt schlagartig dieser gefährliche psychosomatisch bedingte Hypertonus ein oder eben Dinge, die auch man nicht so vernachlässigen sollte, wie zum Beispiel Durchfall. Psychosomatischer Anteil an irgendwelchen Erkrankungen gibt es immer. Jede Erkrankung hat einen psychosomatischen Anteil. Hier ist also auch Agilphonie indiziert und ganz allgemein die psychisch bedingten Leistungsminderungen und weiterhin der psychische Stress, der überall lauert, besonders in unserem so nicht ganz lobenswert entwickelten Land, wo wir ganz eigenartiges Zusammenleben und ganz eigenartige Lebensweisen entwickelt haben. Und manche Menschen leiden darunter sehr. Und das ist der Stress, der bei ihnen dann zu Erkrankungen führt. Noch etwas Näheres zur Agilphonie. Die Agilphonie ist nichts anderes als ein bewährtes Verfahren der Entspannung. Ich selbst habe damit als aktiver Anbieter dieses Verfahrens schon seit 25 Jahren sehr gute Erfahrungen.
Und wie läuft das ab? Ich kann jetzt diese Methode hier nicht im Einzelnen erläutern. Das machen wir mal später in einem Webinar und da werde ich Sie auch einladen. Die Grundlage für die Agilphonie ist die Ableitung von Hirnströmen. Zum Beispiel ein einkanaliges EEG oder ein komplettes EEG bestehend aus vielen Kanälen. Das ist sozusagen die Grundlage von allem und wir werden auch gleich auf ein Problem dazu stoßen. Aber zuvor möchte ich Ihnen noch sagen, dass komplexe Berechnungen auf unserer Seite dann auf der Grundlage dieses einkanaligen EEGs oder auf Grundlage dieser speziellen Hirnströme eine neue spezifische Information bringt, die wir dem Hirn quasi vermitteln wollen und die dann auch diese schon gelobte Entspannung bringen sollte. Und wenn dann diese von uns berechneten Agilphonien von der betreffenden Person, von der die speziellen Hirnströme abgeleitet wurden, gehört werden, dann kommt es erfreulicherweise zu neuroplastischen Reaktionen. Und diese neuroplastischen Reaktionen, die sind nichts anderes als die Bildung von neuen Reaktionsmustern. Und bei dieser Bildung von neuen Reaktionsmustern, zu denen wir eigentlich immer befähigt sein sollten, bieten die Chance, zahlreiche Normalisierungen nach wiederholtem Anhören dieser Agilphonie zu bilden. Also dass das dann weg ist, was uns stört, dass dann die Migräne weg ist, dass dann Tinnitus weg ist, dass dann der Stress weg ist, dass dann die psychosomatisch bedingten Erkrankungen weg sind. Das ist unser Ziel und das geschieht uns und das erfolgt erfreulicherweise durch wiederholtes Anhören der Agilphonie immer mehr und immer besser. Und diese auch wiederum nebenwirkungsfreie Methode der Entspannung kann man nur empfehlen. Und auf unserer Seite liegen langjährige Erfahrungen vor und trotzdem haben wir einige Erneuerungen jetzt vorgenommen. Und jetzt komme ich auf diesen Punkt, auf den ich schon hingewiesen habe, dass nämlich das EEG die Grundlage ist für die Agilphonie und dass es leider mit den Jahren immer schwieriger geworden ist, in Deutschland auf Wunsch ein EEG zu erhalten. Und wir haben leider schon viele Anwender, die sich auf die Agilphonie gefreut haben und Lösung ihrer Probleme damit verbunden haben als Hoffnung, die haben leider die Erfahrung machen müssen, dass man kein EEG einfach so bekommt. Dabei ist es für mich völlig unverständlich. Es muss nicht einmal der entsprechende Facharzt, der über das EEG verfügt, das machen. Das kann eine Assistentin tun, denn es geht uns wirklich nur um die Signale. Es geht uns nicht um irgendeine Diagnose davon. Und dadurch, dass das so schwierig geworden ist, ich habe heute mit einer Anwenderin gesprochen, die hat gesagt, das ist sogar unmöglich, ein EEG zu bekommen, haben wir uns in den letzten Monaten um eine Lösung bemüht. Wir bei Dr. Ulrich Medizintechnik haben also aufgrund des großen Bedarfs an Agilphonie eine Lösung gefunden, um das EEG zu erfassen. Und somit bieten wir, ich möchte mal sagen, seit heute eine eigene Technik an, die besteht aus Hardware und Software, die dazu dient, selbstständig die Erfassung der Hirnströme vorzunehmen. Und damit meine ich aber nicht, dass jeder, der das machen möchte, das auch kann. Da gehört schon ein technisches Verständnis dazu und wir brauchten sowieso dazu eine zweite Person. Niemand kann das richtig gut sich selbst anlegen, aber wir würden uns freuen, wenn bei Ihnen Interessenten sich melden, die gern die einkanaligen Hirnströme aufnehmen. Es ist eine einfache Technik für die Person. Wir liefern auch die Technik dazu und liefern auch die Schulung dazu, dass man das machen kann. Und ich will auch schon vorgreifen und sagen, es gibt für die Anwender, die das anderen ermöglichen, dass das einkanalige EEG abgenommen wird oder die Hirnströme abgenommen werden, gibt es auch finanzielle Anreize, um
das zu fördern, dass die Menschen, die Bedarf haben, die den Wunsch haben, mit Agricare zu arbeiten, dass man ihnen das ermöglicht, ein EEG zu ermitteln. Und das Weitere verläuft dann so, und das will ich ganz kurz nur sagen, dass wir dann diese Hirnströme digital aufgezeichnet über das Internet erhalten und wir dann unsere komplexe und innovative Software einsetzen, um dann daraus die Agriphonie zu machen, die man auch hören kann. Und das weitere Vorgehen ist ganz einfach, dass der Anwender dann sich die Agriphonie anhört, möglichst dreimal am Tag. Anhören heißt nicht, sich darauf zu konzentrieren. Er kann alles Mögliche dabei nebenbei noch machen und muss es nur in den Gehörgang hinein. Und je nachdem, wie die Lage ist und wie diszipliniert das durchgeführt wird, hat man eben, sagen wir mal, eine Woche oder 12 Wochen, bis der Erfolg eintritt. Erfolg heißt dann nicht nur, dass dasjenige weg ist, zum Beispiel die Migräne oder der Tinnitus, sondern auch andere Dinge, die wir haben, die psychisch und psychosomatische Gründe haben und Verbindungen haben. Das könnte eine Arthritis sein, das könnte eine Unruhe sein, das könnte ein Restless Leg sein, das könnte eine andere, was weiß ich, organische Erkrankung sein, die eben stark an psychosomatische Bedingungen gebunden ist. Und wir werden in Kürze Sie einladen, wir schicken Ihnen eine E-Mail, denn es wird ein Webinar geben zur Agriphonie. Da werden Sie zur Methode, ich will nicht sagen aufgeklärt, aber Sie werden Ihr Wissen zu der Methode erweitern können, wenn Interesse vorliegt. Und auch diejenigen, die dann anderen die Hirnströme ableiten können und ableiten wollen, die erfahren dann in diesem Webinar sehr viel genaueres und konkreteres. Ja, und jetzt komme ich zu dem fünften Punkt. Hilfe für Menschen, die Agricare nutzen und demzufolge die Empfehlung weitergeben. Wenn Sie also so vielleicht begeistert sind wie viele andere und den Erfolg weitergeben wollen, dann haben wir hier auf dieser Folie dargestellt, wie Sie sich engagieren können. Und ich bedanke mich jetzt schon bei denjenigen, die sich bisher sehr stark engagiert haben. Nämlich zeigt es den Erfolg, dass man anderen Menschen ermöglicht, die Lebensqualität zu verbessern. Das alles ohne Gefahren und Risiken, indem sie nämlich Agricare anwenden. Und das bietet sich auch an, weil Agricare sehr, sehr universell ist. Also ich möchte mal nicht übertreiben, aber letztendlich für jeden etwas zu bieten hat. Und wir sind auch deshalb der Meinung, aufgrund unserer Erfahrung und aufgrund der Erfahrungen, die uns von vielen Seiten rückgemeldet wurden, dass in keinem Haushalt Agricare fehlen sollte. Der Ablauf ist hier dargestellt. Sie nennen uns den potenziellen Käufer, geben uns, wenn es noch nicht geschehen ist, Ihre Kontoverbindung an und wir reservieren für 30 Tage ab diesem Datum die Provision, die Sie erhalten, wenn der Kauf wirklich stattfindet. Wir überweisen Ihnen das, wenn die Zeit der möglichen Rückgabe, nämlich 14 Tage, abgelaufen ist, überweisen wir Ihnen dann 150 Euro pro Fall, pro Gerät und pro empfohlener Person. Vielen Dank, wie gesagt, noch einmal an alle, die dieses Engagement unterstützen. Und es ist mehrfach von großem Vorteil für Sie. Sie tun etwas Gutes für diejenigen, die dann Anwender sind. Nämlich, sie verbessern die Lebensqualität von sich selbst und ihrer Nächsten in der Familie und natürlich auch für uns. Wir haben damit eine größere Verbreitung der Methode. Ja, kurz eine Zusammenfassung der vielen Dinge, die ich Ihnen heute hier vermitteln habe, hoffentlich vermitteln können, aber worüber ich geredet habe. Erstens, Lebensqualität zu verbessern, das ist die Hauptaufgabe. Große Bedeutung dabei hat Agricare, aber auch andere Geräte, die ich dargestellt habe und Methoden von Dr. Ulrich Medizintechnik. Immer geht es um die Verbesserung der Lebensqualität. Zweitens, die beispielhaften Fälle, einmal Tinnitus und andererseits Insektenstich, haben gezeigt, dass Agricare neben den zahlreichen Vorteilen, die die Methode sowieso hat, sehr erfolgreich ist und verglichen mit anderen Vorgehensarten und anderen Geräten, die auf Dr. Rife-Methode basieren,
dass wir dort die Gemeinsamkeit haben, ganz, ganz große Erfolgsquote. Die Kommunikation spielt für die Erfolgsquote eine große Rolle und dabei haben wir einmal den Vorteil der Technik, den Vorteil Ihres, meine Damen und Herren, lobenswerten Vorgehens. Sie als Anwender bestimmen auch in großem Maße den Erfolg und die Erfolgsquote und ich habe das dann besonders nochmal hervorgehoben, der Service aus unserem Hause fördert natürlich auch den Erfolg. Lösungsvorschläge bei Problemen, denn auch wenn man Erfolg hat, gibt es immer wieder Möglichkeiten für Probleme und die Probleme tauchen auch auf. Und da habe ich Ihnen die bisherigen Lösungen dargestellt, die hauptsächlich in der Servicenutzung, in Randbedingungen optimieren, Anwendungen und Testen von Erregern besteht, Erreger ermitteln und darauf dann zu reagieren durch Parasiten direkt. Und ich habe auch über die Erweiterung Agile Care Parallel zu sprechen und habe hervorgehoben, dass wir heute einen neuen Lösungsvorschlag haben, nämlich Agilephonie und dass wir das unterstützen und dass die Agilephonie eine einfache Methode und einfache Lösung für Sie ist, wenn wir, wie ich aufgezeigt habe, das Problem der Aufnahme der EEG-Signale, der Hirnströme gelöst haben. Und wir haben es gelöst, so wie ich es Ihnen gezeigt habe. Erwarten Sie bitte demnächst unsere Einladung zu einem speziellen Webinar Agilephonie. Und letzten Endes habe ich auch darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass Menschen anderen Menschen helfen, nämlich Agilcare zu empfehlen. Und das bringt anderen Menschen die Chance zur verbesserten Lebensqualität, was das Wichtigste ist. Anhängen möchte ich noch den Dank auch in dieser Zusammenfassung bei denjenigen, die sich eine Provision verdient haben. Soweit meine Ausführungen.